Wie funktioniert ein Navigationssystem? In einem Navigationssystem befindet sich ein Computer. In diesem Computer ist eine Weltkarte gespeichert. Der Computer kennt also die Koordinaten aller Orte, die programmiert wurden. Um nun den Standort des Navigationsgerätes in diesem Koordinatensystem zu ermitteln, empfängt der Computer von einem Satelliten ein Signal. Wenn der Computer das Signal empfangen hat, rechnet er aus, wie weit er von dem Satelliten entfernt ist. Da es viele Orte gibt, die von dem Satelliten gleich weit entfernt sind, gibt es einen zweiten Satelliten. Auch dieser Satellit sendet ein Signal an den Computer des Navigationssystems. Auch hier gibt es verschiedene Orte, die von der Entfernung her passen. Nimmt man jedoch die Orte, die für beide Satelliten passen, so bleiben nur noch zwei Punkte übrig, an denen sich das Navigationssystem befinden könnte. Um genau zu wissen, an welchen der beiden Punkte sich das Auto bzw. das Navi nun wirklich befindet, kommt ein dritter Satellit hinzu. Genau wie bei den beiden anderen Satelliten empfängt das Navi auch hier ein Signal. Es gibt nur noch einen einzigen Punkt auf der Erde, wo sich alle Satelliten treffen. Genau das ist der Standort des Navigationssystems bzw. des Fahrers. Damit auch wirklich alles richtig berechnet wurde, gibt es zur Kontrolle einen vierten Satelliten. Das Navigationssystem empfängt nun die richtigen Signale und zeigt diese dem Fahrer als einen Standort an. Sobald sich das Auto in Bewegung setzt, verändern sich die Koordinaten des Navis dem neuen Standort entsprechend.